werden ihn ganz sicher wiedererkennen. Aber ich spoiler hier ja nur rum. Said. Nehmen wir direkt einfach mal Said und Kasumi mit. Ich meine, Said, ich habe ihn noch nie genutzt. Deshalb, auch wenn er aussieht wie ein alter Sack. Wie auch immer, Shepard und Kasumi. Shepard sieht ja wohl am coolsten aus, ne? Leute, ganz im Ernst. Also, wenn das nicht ein cooler Typ ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, Said. Auf geht's. Ich meine, Said ist Söldner. Der müsste doch da ein paar Connections haben, oder? Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Nicht wirklich. Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Klingt gut. Haben Sie einen Plan? Ein kleines Team wartet darauf, sein Versteck zu infiltrieren. Aber jemand muss Archangels Feuer auf sich lenken, damit es rein kann. Und da kommen wir ins Spiel. Genau. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Das ist Selbstmord, verdammt nochmal! Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann's losgeht. Ah, ich muss jetzt gehen. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. So. Das Reinkommen wird leicht. Und das Rauskommen macht sicher Spaß. Eins nach dem anderen. Wir sollten ihn erstmal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. So, hier gibt's einige Optionen auch von Renegade, die ich nehmen werde, obwohl ich Paragon spiele. Weil die einfach gut sind, um die Mission abzuschließen. Keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Und genau das ist die Sache. Das sind nämlich Renegades-Aktionen und die werde ich aber ausführen. Während die erste Welle loslegt, versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Ach, leck mich, Jareth. Wenn sie versagen, sind wir an der Reihe. Hey du Spacko, ich bin ein Freischaffender. So, hier ist einiges an Zeug. Hier können wir jetzt ein bisschen was hacken. Das ist sweet. Dich will ich und dich will ich auch. So, jetzt haben wir noch Element Zero. Und jetzt können wir hier die Freund-Feind-ID umgehen. Oh Gott, das zu dem. Das zu dem. Okay. Die waren, glaube ich, zusammen, ja. Das zu dem. Komm schon, das muss auch gehen. Sweet! Das müsste sie ausbremsen. Hübsch. Jeder, der das Ding aktiviert, fliegt in die Luft. Ob Freund oder Feind. Das war der Plan. Gut, dann ist auf zu Kafka. Oh Gott, so viele Türen. Warte, das ist das ganze Bloodpack. Das ist eine ganze Söldnergruppe. Wollt ihr mich verarschen? Garm, du wirst sterben. Lassen Sie uns in Ruhe. Ja, ist ja gut. Ich gehe ja schon. What the fuck? Schutzgeldkonto hacken. Okay, hacken wir das auch. Warum ist Shepard eigentlich so ein Meisterhacker? Kann jeder in der späteren Zeit hacken? Oh, ich will in die Zukunft. So, darin gibt's glaube ich auch was Feines, deshalb werden wir uns da jetzt auch mal reinhacken. Gott, zu viele Zeichen, zu viele Zeichen. Dich zu dem. Ihr beide gehört zusammen. C und C, ihr gehört zusammen. Ah, verfluchte Maus. So, jetzt komm schon. So. Ich will hier rein, denn hier drin gibt es Waffenlieferungs, der Blues, Energiezelle, was weiß ich noch.
Alles schöne Dinge. Munition für schwere Waffen kann man immer brauchen. Und jetzt geht's zu Kathgar, bevor wir dann mit der Mission beginnen. Aber ich werde nochmal einen Sicherheitsspeicherstand machen, Leute. Ich vertraue meinem PC da nicht so. Ein ganz lustiges Ding ist, wenn wir hier stehen bleiben, wird Archangel irgendwann auftauchen und auf uns schießen. Wir werden aber nie sterben. Er wird uns immer ein Heady verpassen. Und danach... Meine Schilde sind unten. Zack! Unsere Schilde ausschießen. Aber mehr wird er nicht tun. Das heißt, wir sterben da definitiv nicht. Und wir reden jetzt mit Kathgars Assistenten. Kathgar? Der sieht übrigens ziemlich behindert aus. Also der Assistent, nicht Kathgar. Sag schon, Kathgar. Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Ich bin hier. Haben Sie auf uns gewartet? Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Kommen Sie mit. Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg. Roger, Bravo Team, los, los, los! Okay, los geht's. Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Renegade-Option. Die einzige Renegade-Option, die ich liebe. 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Sie arbeiten zu viel. Hören Sie lieber auf. Sie arbeiten zu viel. Ach, Shep, ich stehe auf dich. Sieht nicht gut aus für Archangel. Wir haben nichts Besseres zu tun. Gehen wir. Wir bereiten diesem Kerl selbst eine Überraschung. So ist es. Stirb! Was habe ich denn für eine Missionskraft? Na, nehmen wir Schredder. Das bringt's mehr. Zu Archangel. Wuhu! Wuhu, Feuerwerk! Ach, Kazumi, ich stehe auf dich. Medikit. So, was haben wir hier noch? Universalwerkzeug, Kräfte, Boost X Mods. Okay. Dann hier hoch. Medikit. What the fuck? Stirb! Stirb! Vergiss es! Auf zu Archangel! Hey, Ark! Archangel? Headshot! Mass Effect 1 Spieler haben ihn vielleicht schon erkannt. Es ist... Garrus! Shepard. Dachte, sie wären tot. Das Tolle ist, in Teil 1, es gibt mehrere Gründe, warum ich Teil 1 nicht ganz so mag. Das erste ist die Aussprache. Also ich meine, in Teil 2, Mass Effect 2, werden alles richtig ausgesprochen. Schön. Garrus, Geth, Saren. In Teil 1 waren das noch unter anderem Garrus, Geth und Saren. Also, ich finde, da haben die zumindest, was die Synchronisation angeht, einen Riesensprung nach vorn gemacht mit Teil 2. Ich freue mich, dich zu sehen, Garrus. Garrus, was machen Sie denn hier? Ich will im Training bleiben und veranstalte deshalb Zielübungen. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser, aber es tut gut, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Und jetzt? Also, reingekommen sind wir. Aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht.
Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert's genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Warten ist aber auch keine besonders gute Option. Gibt's sonst noch Vorschläge? Bis jetzt konnte ich sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan, aber es ist ein Plan. Die kommen nicht durch. Wenn wir als Team kämpfen, können wir sie auf Distanz halten. Sie haben recht. Hier drinnen hilft ihnen ihre Truppenstärke überhaupt nichts. Mal sehen, was sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eclipse würde ich meinen. So, hier habe ich aus Versehen mal gedrückt. Und das tue ich jetzt wieder. Jetzt ist es einer weniger. Mehr als das, aber jetzt ist es einer weniger. Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich merke gerade, dass ich mich... Hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Ey, ich auch. Und Sie machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard. Also ganz ehrlich, ich hab gerade im Moment Gewissensbisse. Ich habe selbst keine Ahnung, was ich spielen soll. Paragon, Renegades, Arschkuh. Ich habe keine Ahnung, echt. Eigentlich will ich Paragon spielen. Mit ein bisschen Renegade-Einfluss. Das muss gehen. Explosion! Ach, es ist doch so schön. Anvisiert und umgenietet. Übrigens, ich werde bei diesem Let's Play einen Fail-Counter einblenden. Jedes Mal, wenn ich faile, wird er zählen. Mal sehen, wie viel am Ende zusammenkommt. Bisher steht's noch bei 0. Okay, was ist unsere Aufgabe? Wir müssen ganz simpel diese Brücke hier verteidigen. Einer der geilsten Stellen in Mass Effect 2, wie ich finde. Sie postieren Scharfschützen. Sollen sie halt Scharfschützen postieren, habe ich keine Angst vor. Stirb! Was daneben? Headshot. Headshot. Was daneben? What the fuck? Habe ich jetzt von denen einen getroffen? So. So, jetzt der letzte Schuss ist für dich. Warum müsst ihr immer alle die ausschalten, die ich gerade ausschalten will? Oh. Da unten liegt so viel Muni. Jetzt seht ihr das mal, ich habe absolut keine Aiming-Skills. Ich bin schlecht darin, okay? Ist verreckt. Okay, sweet. Okay, von hier oben macht's keinen Spaß mehr. Okay. Windicator. Ein neues Gewehr, das ich eigentlich gar nicht haben wollte. Weil das schlecht ist. Obwohl, nee, es geht. Aber ich glaube, die Kollektorenwaffe ist ein bisschen besser. Okay. Runter hier. Eclipse.